Ja, hallo, ihr seid ja auch wieder da. Das ist aber toll. Heute kommt eine neue Folge, sozusagen ein neuer Film. Aber nicht nur ein Film, weil der wird jetzt so grandios, dass ich mir gedacht habe, daraus mache ich eine Serie. Also ist heute sozusagen die erste Folge dieser kleinen Serie. Wobei klein, ja, man kann es auch als Neverending Story bezeichnen, weil man hat ja immer irgendwie was dran rumzufrickeln an dem Auto. Und naja, es sind schon so ein paar Folgen eigentlich zusammengekommen. Ja, womit fange ich heute an? Heute ist die Folge 1, also die Folge 14. Die Nummer 14 wird euch jetzt begleiten in dieser Serie. Und heute fangen wir mit der 1401 an. Und da geht es darum, das Armaturenbrett auszubauen bzw. auszutauschen, je nachdem, ob ihr es dann wieder reinbauen wollt oder ein neues einbauen wollt. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Das Wichtigste an diesem Auto, damit möchte ich heute mal anfangen, weil in den nachfolgenden Folgen oder in den nächsten Folgen, sagen wir es mal so, werden wir immer wieder damit zu tun haben. Das heißt, also fange ich damit erstmal an. Und das Allerwichtigste an diesem Auto, das zeige ich euch jetzt. Ich habe es hier schon hingelegt. Dieses Bauteil hier. Ha, werdet ihr sagen, was ist das schon großartig? Das ist das Handschuhfach. Und das hat es in sich, also jetzt gerade nicht, weil es ist leer, aber es ist eines der wichtigsten Bauteile für die folgenden Aufgaben, die wir denn da so haben oder die ich da so erledigt habe an dem Auto. Und alleine an diesem Handschuhfach gibt es schon Unterschiede. Also zum einen äußerlich, es ist komplett schwarz und wenn wir es hier aufmachen, dann sehen wir auch gleich, ups, das ist jetzt mit einer Hand, ist ein bisschen schlecht. Es ist das letzte Modell des Handschuhfachs, weil wir haben hier so eine Fangnase dran, beziehungsweise eine Führungsnase und hier oben ist ein Fangbügel drin. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die wurden fürs Baujahr 1993 verbaut, also für die letzten. Und die sorgen nämlich dafür, dass das hier nicht mehr so klappert. Also bei den anderen, man hört hier nichts weiter, klappert das nämlich. Andere Besonderheit, es ist komplett schwarz. Und jetzt kommt nämlich der absolute Clou. Ich habe nämlich noch eins davon. Das ist, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, das ist so ein dunkelblau hier unten, schwarz hier oben. Das ist die alte Variante, hat hier oben keinen Fangbügel. Und die Dinger neigen halt, man hört es, da ist so ein bisschen was arg dran am Rumknitzern. Hier ist auch keine Führungsnase dran, gar nichts. Ansonsten Handschuhfachkasten als solches ist das gleiche geblieben. Was hier noch an Besonderheit drin ist, viele Damen werden es vermissen, weil die gucken immer oben in die Sonnenblende rein und finden ihn nicht, weil hier ist der Schminkspiegel drin. Wunderbar. Und weil Volvo auch so gerne sich gesagt hat, wir fahren ja immer auf Reisen, gibt es hier auch gleich die obligatorischen Getränkehalter drin. Ist natürlich klasse, weil man sollte das vielleicht nur im Stand benutzen, weil während der Fahrt hält da kein Becher drin. Das könnt ihr vergessen. So, den mache ich mal wieder zu. Wie gesagt, es geht heute um das, nicht Handschuhfach als solches, sondern um das Armaturenbrett. Ich habe hier mal so ein Armaturenbrett mitgebracht. Das ist das Teil. Das ist jetzt auch eins aus der letzten Serie von diesem besagten 93er Modell. Upsala, Entschuldigung, wackelt ein wenig. Das sieht man alleine schon mal daran, dass das Armaturenbrett hier geschlossen ist. Die früheren Modelle hatten hier nämlich eine Abdeckung für einen Monolautsprecher drin. Man kann das hinten auf der Rückseite noch sehen. Ich drehe das Teil mal um. Da ist nämlich jetzt die Halterung fürs Radio drin. Hier sieht man noch die Einkerbung. Das wurde früher ausgestanzt und dann kam hier halt ein Lautsprecher rein. Oder hätte man machen können. Zumindest war das so eine Reminiszenz an die alten Mono-Radios, die es mal gab. Und da konnte man das machen. Weil ich das Radio, das Armaturenbrett gerade so schön halte, es wiegt nämlich ein bisschen was, kann man hier auch gleich sehen,
Dieses Armaturenbrett ist für die Standardheizungsanlage. Das sieht man ganz einfach daran, dass hier die kurzen Halterungsbügel oder Halterungen dran sind. Weil hier werden nämlich die Lüftungsdüsen, das sind hier die Lüftungsgitter für die Windschutzscheibe, die werden hier draufgesetzt und dann hier dran festgeschraubt. Bei der CU, also bei der Combined Unit, die ist ja auch als Klimaanlage erhältlich gewesen. Also man konnte sie ohne Klimaanlage oder mit Klimaanlage bestellen. Da war hier eine längere Halterung dran. Das zeige ich euch in einem anderen Video. Da habe ich das nämlich versucht, irgendwie so ein bisschen nachzufrickeln. Weil das Armaturenbrett hatte ich natürlich nicht. Aber ich wollte die CU einbauen. Das ist eine weitere Folge davon. Also kommt als nächstes mal dran. Da kommt halt hier ein längeres Blech ran und dann werden diese Lüftungsdüsen, also diese Schächte, die hier rankommen vielmehr, die werden mit einem Gummi hier dran festgemacht. Da sind so eine Gumminüppel dran, die zieht man dann so an der Seite rein und dann hält das Ganze. So, diese drei Dornen, die wir hier sehen, was ihr im Unteren seht ihr jetzt vielleicht gerade nicht, ganz wichtig, die müssen dran sein, weil das ist die Führung. Vorne unterhalb der Windschutzscheibe zum Wasserkasten hin habt ihr drei Löcher drin. Da kommt so einen langen Gummifropfen rein, so einen Gummihülsen, sage ich mal. Und da gehen dann halt diese Stifte rein und halten das Armaturenbrett vorne. An der Seite ist es ganz einfach befestigt. Da sehen wir jetzt hier ein Blech, da kommt von vorne eine Schraube rein und hinten ist ein Winkel an der A-Säule dran, beziehungsweise am Stehblech, na doch, ist schon A-Säule. Und dann wird das ganz einfach hier einmal festgeschraubt. Ja, was haben wir noch an diesem Armaturenbrett? Wir haben natürlich hier vorne, da kommt der Instrumententräger rein. Hier oben kann man entweder eine Ablage einbauen oder aber das Radio. Bei den alten Modellen war das Radio früher noch unten. Die hatten aber das kleine Armaturenbrett. Da ging der Instrumententräger nur so ungefähr bis hierhin ungefähr. Das restliche war dann auch tiefer gezogen und das Handschuhfach, das war eigentlich mehr so in Würfelform, sage ich mal. Ja, ich stelle das mal hier ab, ist ein bisschen schwer. Hier kann man auch Zusatzinstrumente einbringen, sowohl hier oben in den Radioschacht wie auch hier. Dafür sind diese Aussparungen schon drin. Die werden einfach nur mit so einer Gummikeile reingeschoben und bleiben dann da drin sitzen. Von hinten werden sie verkabelt. Hier haben wir noch den Dimmer drin für die Instrumentenbeleuchtung. Hier unten kommt der Lichtschalter fürs Fahrlicht rein und hier der Schalter für die Nebelschlussleuchte. Das Wichtigste, warum ich euch das da zeige, ist, dass es eigentlich im Hintergrund viel mehr gibt. Nämlich, sobald ihr das Handschuhfach rausnehmt oder den Instrumententräger, dahinter ist dieser ganze Kabelkram. Meine Empfehlung ist, wenn ihr das Instrumenten, also das Armaturenbrett ausbauen wollt und den Instrumentenblock rausnehmt, nehmt euch irgendwie Kreppband mit oder sowas, so ein Klebeband, so ein Malerband, Malerkrepp. Oder ich habe es gemacht mit so einem Etikettendrucker und habe mir so kleine Etiketten ausgedruckt und habe dann hinten auf dem Instrumententräger das Ganze markiert und an den Kabel, was da rankommt. Es gibt drei Kabelstränge, die müsst ihr nicht markieren, weil die passen nur an einer Stelle. Da gibt es keinen Unterschied. Und ja, das Wichtigste ist dann halt wirklich, wenn man das ausbaut, damit vorsichtig umzugehen. Das Armaturenbrett ist ja nur ein Teil. Ihr habt die Schrauben an der Seite zu lösen, ihr habt unten drunter Schrauben zu lösen, das zeige ich euch hier gleich nochmal, weil darunter ist ein Trägersystem, das sind eigentlich nur immer so Streifen von Blechprofilen, die halt zu einem Träger zusammengeschraubt sind. Am Zündschloss ist eine Schraube und da, wo der ehemalige Joke ist, da ist auch nochmal eine Schraube, die müsst ihr rausdrehen. Dann müsst ihr die Verkleidung von der Lenksäule, die oben drauf ist, da sind zwei Schrauben oben drin, die müsst ihr rausdrehen und ich würde auch empfehlen, den unteren Kasten auch ruhig gleich mit rauszunehmen, kann er nicht kaputt gehen. Ja, wie gesagt, markiert euch das, welche Kabel da drin sind und wenn ihr die beiden Sachen draußen habt, dann seht ihr erstmal, was dahinter los ist. Dann könnt ihr sehen, beispielsweise, ihr müsst die Schläuche von den Lüftungsdüsen der Windschutzscheibe abziehen und die Schläuche rechts oder links und rechts von den seitlichen Düsen, damit ihr das Armaturenbrett rausziehen könnt. Bei der CU-Anlage sieht es dann halt so aus, dass ihr da die Gummipanöppel habt, die müsst ihr abnehmen, weil die Düsen dann oder die Schächte halt darunter, die sind ja mit Unterdruck gesteuert und die bleiben halt im Fahrzeug drin. Das heißt, die bleiben nicht am Armaturenbrett, sondern bleiben im Fahrzeug drin und ihr nehmt einfach nur das Armaturenbrett raus. So,
ich sage euch das, ich erzähle euch das jetzt mit dem Armaturenbrett. Deswegen, weil wenn ihr an die Heizung ran müsst oder ihr müsst vorne ans Wischergestänge, das wird auch noch ein Teil sein, dann müsst ihr das Armaturenbrett rausnehmen. Es gibt einige Leute beispielsweise, die jetzt in Foren schreiben oder sagen von wegen, ach, Wischergestänge könnt ihr auch so wechseln. Können kann man alles, wie es so schön heißt. Nur das ist sowas von umständlich, dass es vom Zeitaufwand idealer ist, das ganze Armaturenbrett mal schnell auszubauen, als dass man halt jetzt anfängt, da zwischen Handschuhfachöffnung und Instrumententrägeröffnung, da haben wir das Lenkrad noch davor, mit diesen mehrfach beweglichen Gestänge darum zu fummeln. Würde ich persönlich nicht machen. Ich bin auch der Meinung, es ist so schwer, dass es fast nicht machbar ist. Weil ihr müsst das Ganze dann hinterher wieder abdichten, damit da kein Wasser reinläuft, Eisenkram. Tut euch selbst den Gefallen, baut einfach nur das Armaturenbrett aus. Das ist viel einfacher. Mittelkonsole muss gelöst werden. Da habt ihr vorne einmal zwei Schrauben vor dem Schalthebel oder Wählhebel, je nachdem, was ihr für ein Getriebe drin habt. Und ihr habt an der Seite jeweils unten einen Schnellverschluss und oben eine Verschraubung. Und die müsst ihr dann halt auch nochmal rausdrehen und dann könnt ihr die Seitenverkleidung rausnehmen. Ja, das soll es nochmal gewesen sein zum Thema Handschuhfach und Armaturenbrett. Also, bis dahin, viel Spaß und macht's gut. Tschüss. Ach, jetzt mal wieder wegstellen, die schwere Ding hier. Mann, was so ein Armaturenbrett wiegt. Gut, dass da nichts eingebaut ist. Da kommt man richtig in Schwitzen. Braves Teil.